So, nachdem die letzte Aufnahme dem Mikrofon nicht aufgenommen hat und ich nachkommentieren musste, sollte jetzt wieder alles funktionieren und ja, ich würde sagen, ja, wie gesagt, das Wasser wurde rot oben und jetzt ist da irgendwie alles rot, Blut oder sowas. Ich rede mal einfach mit ein paar Leuten. Du liebe Göttin, schaut doch mal, wie das Wasser aussieht. Das ist doch kein... Ist das Blut? Wie geht's? Oh gütige Göttin, haben wir deinen Zorn auf uns gezogen? Bitte sei barmherzig, denn wir wissen nicht, was wir getan haben. Ja, das stimmt. Ich weiß echt nicht, was ich getan habe. Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Der Wasserfall ist total rot. Was ist denn da los? Apropos, wusstet ihr, dass unser Wasserfall aus der nördlichen Höhle entspringt? Ihr Touristen habt aber auch keinen blassen Schimmer von nichts. Blutiges Wasser, die Apokalypse steht bevor. Jawohl. Und ich hatte doch noch so viel vor in meinem Leben. Ich sage, der Berg leidet. Seine Geister spucken Blut. Wenn das kein schlechtes Omen ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Göttin, bitte steh uns bei. Gut, also ich gehe jetzt einfach zu der Höhle, da das ja anscheinend... Oh, da steht jemand vor. Hm, könnten diese beiden vielleicht an allem schuld sein? Vor kurzem kam ein seltsames Paar in die Stadt. Ilya und Eugenia hießen... Oh. Also jetzt ist es bewiesen, das ist jetzt wieder die andere Welt. Und, das spielt in der Vergangenheit. Von daher, ist das richtig so? Ilya und Eugenia hießen sie. Sie haben die ganze Zeit von einem wertvollen Schatz gefaselt, der in der Höhle nördlich von ihr versteckt sein soll. Sie sind ganz sicher zusammen zu der Höhle gegangen. Meint ihr, die beiden könnten diese Umweltkatastrophe irgendwie ausgelöst haben? Wenn ja, wird sie das teuer zu stehen kommen. Der Wasserfall ist die Lebensader dieser Stadt und die blutet nun aus. Also kann ich vielleicht jetzt den Mann retten, der ja damals in der Höhle verschollen war. Eventuell kann ich den retten und dann ändere ich die Zukunft. Und dann ist diese alte Frau vielleicht nicht so gemein zu mir. Das wird sie sehr... Oh, als Oma so... Oh, die sah aber mal hübsch aus. All das Blut, ich wasche und wasche, aber es ist ein, wie Farbe. Hä? Wer steht da? Ich bin Eugenia. Für mich ist alles aus. Alles aus. Kein Schatz hier versteckt, nur Kadaver. Ilya, mein Geliebter, er ist... war... Ich hab ihn getötet. Getötet? Ich schwinge ein Schwert. Und... Schwert und Blut. So viel Blut. So viel Blut. Blut. Hoppla, bei dieser Dame kriege ich direkt eine Gänsehaut. Links oder rechts? Ne, ich gehe erstmal runter. Hallo. Ja, also hier soll ja auch in dieser Schlüssel sein. Oh Gott, das ist wie so ein Labyrinth, aber es kommen keine Kämpfe. Das erinnert mich irgendwie an Golden Sun gerade, so richtig derbst. Also an Golden Sun für den DS. Da sieht das auch so aus. Mit diesen Steinblöcken da, mit dem Holzblöcken. Aber egal. Oh, ich wollte eigentlich gucken, ob die. So, Blütenhexer und dem. Ah ne. Blütenhexer und Schramme. Auf jeden Fall bin ich eigentlich stark genug. Sie ziehen mir auf jeden Fall. Oh doch, ein bisschen mehr ziehen sie mir schon ab. Aber ich denke, das sollte noch in Ordnung sein. Ich denke, ich bin im guten Rahmen mit dem Level. Außer vielleicht Milena. Mit ihrem Level 7. Oh, der hält aber was aus, aber jetzt ist er besiegt. Und 87 Goldmünzen. Ich untersuche die Schatztruhe und da drin ist ein Magiesamen. Da diese Holzblöcke, über die man meistens bei Golden Sun springen kann. Aber ich wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Sagen nichts, okay. Oh, ein kleiner Metall. Ach, dieser Metallschleim, der hat doch mega viel. Oh, schade. Gut, gehe ich erst oben lang. Es kommen doch Kämpfe leider, aber nicht so viele. Oder etwa doch. Angreifen, angreifen, angreifen. Boah, also der Emulator ist um einiges besser. Das ist richtig geil. Bin ich überhaupt auf? Ich hoffe ja schon mal. Nimm ich auf? Ja, doch, ich nehme auf, ne? Ja. Ich schau mal eben kurz. Oder etwa nicht? Doch, ich glaube, ich nehme auf. Ich hoffe, ich nehme einfach auf. Also mit den Dingen kann man ein bisschen so rumrollen. Ne? Ist das richtig so? Achso, ich dachte, man könnte nach links. Ja, super. Das war jetzt alles, oder wie? Wollen die mich verarschen?
toll. Naja, Blütenhexer greift an, greift an, greift an. Nochmal, die tun mir ja nicht so viel. Oh, und weg bist du. Und weg ist auch er. Und kann ich da jetzt wieder drauf? Nein, gar nicht. Oh Gott. Ja, geht's da hoch? Nein. Schnitz sagt auch nichts. Ey, ist wahnsinnig die Hilfe. Ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Aber ist ja auch egal. Eine Truhe. Und da ist drin eine Sporenblume. Aha, aha, aha. Und nochmal Marast. Morast Marionette. Oh, da steckt mein Name drin. Gehen wir mal da lang und wenn da jetzt wirklich nichts. Okay, hier sind solche Teile. Und hier ist eine Truhe. Oh, eine Mini-Medaille müsste es sein, ne? Ja. Ja, hatte ich schon, ja. Kampf, Kampf, Kampf. Blütenhexer und Schrammer. Ich könnte aber ein bisschen. Ich hätte bestimmt neue Waffen kaufen sollen in der Stadt. Aber ich hatte gar kein Geld, also. Von daher. Ging das ja gar nicht. Von daher kaufe ich mir die Waffen, sobald ich aus dieser Höhle wieder raus bin. Obwohl, dann geht's vielleicht schon wieder in die nächste Stadt und dann. Oh, Milena wieder ein Level oder wer diesmal? Ja, Milena erreicht Stufe 8. Die anderen kriegen kein Level mehr. Also echt. Ist ja wohl unfair. Dann gehe ich erst mit dem mit. Oh nö, das war falsch. Na gut, dann gehe ich. Aber die gehen immer nach unten, okay. Dann kriege ich es ja wohl hin. So, jetzt mal kommen wir ein paar mehr. Achso, sie greift immer nur eine Gegnergruppe mit der Peitsche an. Ah ja, okay. Schnitz greift auch noch an. Meine Mama macht gerade Essen. Ich glaube, die kommt bestimmt gleich wieder rein. Mario, Essen! Aber egal. Darauf konnten wir blockiert? Was? Was ist denn jetzt blockiert? Ha. Boah, der Kampf zieht sich jetzt aber auch in die Länge. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dann heile ich gleich erstmal in der nächsten Runde. Wenn es noch eine nächste Runde gibt. Ja, doch, gibt's noch. So, dann greift Mario an, Schnitz greift an und sie macht Heilung. Nicht. Ich werde daran gehen. Achso, meine Zauber sind blockiert. Okay, dann Magie, Milena oder ich meinetwegen. So. Dann geht's damit. Nur, oder mit denen da oben. Da ist eine Truhe. Jetzt komme ich da gar nicht mehr hin, ne? Ach egal, die Truhe ist mir jetzt unwichtig. Guck mal auf die Truhe. Obwohl, da geht's nach oben. Aha. Oh nein. Wieder zurück. Nein. Oh nö. Wollen die mich jetzt verarschen? Nö. Na gut. Dann nochmal den ganzen Weg. So, ich frage mich, wann ich irgendwie mal. Weil ich habe gelesen in der Anleitung, dass man eine Zweitklasse wählen kann. Also nicht eine Zweitklasse, sondern eine Klasse wählen kann. Jedoch habe ich da jetzt irgendwie noch nichts. Ich frage mich, wann das passiert. Wann man da endlich mal so eine Klasse wählen kann. Weil bis jetzt kann man auf jeden Fall noch nichts wählen. Oder ich konnte auch bis jetzt auf jeden Fall noch nichts wählen. Hoffe ich. Ich hoffe, ihr habt es nicht verpasst. Ach, da war nur die dämliche Truhe, Mario Mensch. Geh nach oben. Schleim Rita und das andere Ding, Zauberspinner. Und erst besiegt. Juhu. Und dann wieder hier runter.
So, jetzt überlegen, Mario. Nimmst du erst die Truhe mit? Dann gehst du die Treppe einfach hoch, da ja eh kein anderer Ausgang existiert. Und da ist ein Klingenbumerang und das ist doch bestimmt die erweitere. Ja, ich habe eine neue Waffe, ich habe eine neue Waffe oder auch nicht. Oder auch nicht. Wo ist die denn jetzt? Gepäck. Dabei, Schnitz. Nicht benutzen. Transfer. Auf mich. Ja, yeah, der macht mich richtig stark. Und du kriegst eine Desmodium-Essenz dafür. Wofür auch immer die ist. Gucke ich gleich mal. Dieses Wuschmeck kann LP wiederherstellen. Mhm. Zum Essen für Gruppenmitglieder, die ihren Stil verbessern möchten. Ja, natürlich möchte ich meinen Stil verbessern. Yeah. Magiesamen, den kriegt sie. Okay. Nee, jetzt nicht wirklich, oder? Ja, wenigstens Geld. Aber, dann bin ich jetzt schon wieder. Am besten, ich komme irgendwie dahin. Aber wie? Oder war ich da nicht gerade schon? Oh Mensch. Nochmal. Ja, der ist super, der ist super. Boom, boom, boom. Oh, schade. Schnitz müsste auch noch das hinbekommen, dass der mehrere Gegner angreifen kann. Wäre ziemlich gut. So, da komme ich nicht hin. Ich müsste ja so gesehen... Och, Menno. Also, Leute. Da oben muss ich hin. Da komme ich doch überall gar nicht hin. Also, ich gehe hier wieder weg. Das ist gemein, ey. Ich habe keine Lust mehr auf diese Scheißteile. Oh, Metallschleime, Metallschleime. Kann ich den jetzt nicht irgendwie sagen, dass der nicht flüchten kann? Die sollte nicht angreifen, die sollte Schnitz zahlen, Mensch. Kein Schaden? Kein Schaden? Oh nein! Moment. Bin ich traurig. Gehe ich erstmal da lang und hole mir die Truhe. Und da ist drinne ein Lebenssamen. Den kann ich auch gleich schon einsetzen. Aber ich gucke erstmal hier. Nichts. Gott, ich muss da lang. Aber, hallo, so viel Blut. Ich komme da doch nicht weiter. Ah ne, jetzt bin ich hier oben. Also hier oben muss ich nicht hin. Gut, also der Ausgang ist schon mal, den brauche ich nicht da oben. Nein, Mario, unten ist die Treppe, die Truhe. Metallschleime, jetzt aber. Heilung auf Schnitz. Na, jetzt flieht doch nicht alle, Mensch. Okay. Noch einmal. Wenn ich den oberen nehme, komme ich zur Truhe. Und wenn ich dann von der Truhe zu dem komme, bin ich wieder unten. Mit dem unteren komme ich nur zur anderen Truhe unten. Das heißt, es geht nur der mittlere. Und dann kann ich nicht mittendrin abspringen. Ah ne, zur Truhe wollte ich ja eh nicht, aber... Da komme ich nur nach unten. Und mit dem, wo komme ich da hin? Ich nehme einfach mal den da unten. Und guck, wo ich da... Nein, 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 du solltest heilen, Milena, du dumme Schlampe, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, ging ja ganz gut aus. Dann hat sie noch mal Glück gehabt. Die Frau hier. Aber das war auch das letzte Mal, dass sie Glück hatte. Gut, heilen wir einfach mal mit einem Heilkraut. Habe ich eh noch genug von, glaube ich. Nutzen für Schnitz. So, das reicht erstmal.
So, und jetzt bitte woanders hin, wo ich noch nicht war. Das sieht gut aus. Das sieht... Yes! Das sieht sehr gut aus. So. Oh Gott. Warum sagen die denn nichts? Ja, und Milena auch nicht? Ja. Gut. Blütenhexer und Fiespuschel. Oh, Milena braucht auch mal gleich eine Heilung. Gut, dass ich das weiß. Dann heile ich jetzt erstmal alle einmal komplett, da ich Angst habe, dass dann irgendwas passiert. Gepäck. Ich habe doch nur... Irgendjemand von denen hat ganz viele Heilkräuter gehabt. Nee. Ach nee, die war im Gepäck, waren die, ne? Ja, irgendwo hier. Da. Heilkraut. Nicht ich, Mensch. Meine Mama braucht einen Stuhl. Das ist sehr interessant. So, dann kriegt sie noch das Heilkraut und nochmal das Heilkraut. Und dann kriegt Schnitz noch ein Heilkraut. Und dann sollte es das gewesen sein. Wie lange dauert das denn, einen Stuhl zu holen? Ach so. Ja, Prost. So, Kampf. Tür zu. So. Dann geht's weiter. Jetzt sind auf jeden Fall alle geheilt, außer Schnitz, der hat halt noch ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und der Fiespuschel greift mich an und dann macht noch Edge. Und ich kann keinen Zauber anwenden. Und Attacke. Und nochmal. Bim, 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 bim. Die Feinde sind besiegt. Oh, und jemand kriegt ein Level. Und wer ist es schon wieder? Milena, die Schlampe. Oh, Milena kriegt wieder ein Level. Ich werde mal nicht hier. Und hat irgendeinen Zauber gelernt, der mich aber so wahnsinnig gar nicht interessiert. Geöffnete Sackgasse. Todmann? Oh, was für ein Name. Der Boomerang glitzert so schön in Blau. Oh, der ist aber stark. Kaboom. Aber er ist schon besiegt. Ich glaube, ich krieg einfach kein Level mehr. Ich habe schon ewig kein Level mehr bekommen, glaube ich. Da ist der Mann. Ah, hallo. Ah, sowas gruselig habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich dachte, ich hole mir ein Stückchen von dem Schatz, aber stattdessen sehe ich einen Kerl am Boden liegen, der langsam verblutet. Er hat irgendwas Wildes verletzt und dann wurde er von einem anderen Monster angegriffen. Wenn ihm keiner hilft, der Ball ins Gras beißt. Niemand muss was tun, jemand, der nicht ich ist. Ich bin da. Ein verletzter, blutverschmierter Kämpfer schlägt sich mit einem Monster. Am Kampf beteiligen und ihm beistehen. Yes! Oh, was für eine Musik. Grigoyle. Magie, Schwächung, Magie, Kniekracher, Magie. Stärkung aus Schnitz machst du einfach mal. Aua, der ist stark. Aber ich kann ihn ja mit Schwächung sehr schwächen. Mit Stärkung Schnitz zu einem Ultra-Wesen machen. Stärkung auf Schnitz und Schwächung auf den. Und Attacke, ja, jetzt sieht er schon 38 ab und jetzt geht's los. Jetzt greife ich auch an. Attacke und sie macht. Knirsch. Aua, Milena. Oh, das zieht viel ab. Das ist gut. Kniekracher und Magie, Heilung. Auf sich selbst. Der tanzt irren Walzer. So, Attacke. Und nochmal. Kaboom. Und nochmal. Jetzt alle auf einen. Los, 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 los. Was? Ich bin zerstört. Milena ist zerstört. Kaboom. Kämpfen. Magie. Schwächung nochmal. Und sie macht nochmal Stärkung. Auf Schnitz. Aua, aua, aua. Schwächung. Kaboom. Kann ich nicht auch eine super tolle Attacke? Nee. Angreifen. Kniekracher und heilen. Sich selbst. Die kriegt den ganzen... Wie heile ich die denn jetzt? Ja toll, Milena stirbt in der letzten Runde. Aber gut, die war eh unnütz. Außerdem hatte die schon 1000 Level bekommen, also braucht sie diese paar Erfahrungspunkte eh nicht.
Oh, ein Säckchen. Ich bin euch zu vielen Dank verpflichtet. Mein Leben gehört euch. Ich heiße Ilya, der Sturm. Aha, großen Fehler habe ich gemacht. Hier, mein Bildschirmschoner geht an. Ich keine Angst, das zu geben. Ich öffne Truhe da drüben und zack, kommt Monster. Oder sagt man zack? Egal, Monster, spring in mein Gesicht. Das Monster greift Eugenia an. Ach, Eugenia. Sie ist heißblütige Frau. Sie denkt vielleicht, ich bin tot. Ich frag nicht gerne, aber könnt ihr mir nach oben bringen? Ich brauche Hilfe für Ausgang. Ich entschuldige mich für Ärger, mein Freund. Ich will aber erst die Truhe. Wie, die ist leer. Bah, du hast ja ganz schön Bums dahinter. Mit diesem Kerl, Ilya, das hast ein schlimmes Ende genommen, wenn du nicht vorbeigekommen wärst. Und mit mir ebenfalls, schätze ich. Wie, und jetzt gibt's kein Schlüsselding? Ah, na. Da gibt es noch keinen Schlüssel, aber jetzt sind die Ruinen nicht eingestürzt. Was bestimmt so viel bedeutet wie... Da ist eine Schatztruhe, genau, das bedeutet das. Dass dann später in der Vergangenheit jetzt die Höhle nicht eingestürzt ist und dass dann ein Schatz da drin ist, nämlich dieser Schlüsseldings, was die da suchen, Spiegelschlüssel. Ach, wo war denn jetzt der Ausgang da? Wie komme ich denn jetzt zurück? Ah ja, funktioniert eh, naja, ich versuche diese Chimärenflügel erst gar nicht, die funktionieren eh nicht. Gehe ich mal da lang. Da komme ich bestimmt zurück. Yes, sir. Perfekt. Dann gehen wir erstmal zu der Eugenia. Dann ist sie bestimmt auch nicht so griesgrämig in der Zukunft drauf. Und dann weiß ich noch nicht genau, was passiert. Außer, dass ich dann den Spiegelschlüssel vielleicht hole. Ah, jetzt kommt eine Liebesgeschichte. Auf geht's. Oh, Eugenia. Ilya. Du lebst? Ich dachte, mein Schwert hat dich gemacht tot. Und die ganze Blut. Ach, das ist meine Eugenia. Immer schnell mit Schlussfolgerung. Du denkst, ich sterb so schnell? Ich hatte Monster, wie man sagt, Mann. Genau da, wo ich Monster wollte haben, ja? Danke, Göttin. Danke, Göttin. Mein dummes Mädchen. Kein Wein bei Schatzsuche. Aber ich bin nur... Ach, genug. Hast du ihn? Du meinst Spiegelschlüssel? Ja, hier. Das ist mein Mädchen. Du glaubst, ich bin tot und trotzdem Auftrag zu Ende gebracht. Du kriegst Gegenstand. Ich dachte, es könnte vielleicht Andenken sein an unser... Ach, sei nicht zu albern. Was zu Tong Andenken? Wir müssen weiter. Aber jetzt erst noch eine Sache. Ich stehe in eurer Schuld. Ich suche Schlüssel und ihr helft Schlüssel finden. Ich will eine Sache geben. Hier, nimmt. Gib mir den Schlüssel. Flinkheitsring, toll. Ich will den Schlüssel. Lebt wohl, vielleicht sehen wir uns wieder. Endlich ist Zeit gekommen vom Mondspiegelturm. Dieser Schlüssel wird Tür öffnen. Und Weg öffnen für legendären Spiegel des Ra einfach. Ja, nun aber los. Also entweder ich gehe jetzt zu dem Turm mit oder ich versuche nochmal in die andere Welt zu kommen. Und dann klaue ich den einfach. Oh Gott, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ich dachte schon. Ach so, Milena kann ja nichts mehr sagen, sie ist ja tot. Wo ist denn dieser Turm? So, mal beim Rand. Aber naja, erstmal heile ich jetzt. Oh, hallo. Die Göttin sei gepriesen, das Wasser ist wieder rein. Aber was zum Henker hat es überhaupt verunreinigt? Ja, die alte Schnepfe aus der Kirche hat's gemacht. So, ich hätte ganz gern, dass Milena mal wieder geheilt wird. Blablabla, wieder Auferstehung. Ja, wen wohl? Den, der tot ist. Ja, Halsabschneider, ey. Warum will der Geld dafür, dass der jemanden wiederbelebt? Ja, los, Milena, sei wieder da. Nein, gehen. Nimm schon wieder viel zu lange auf, ey. Naja, ich gehe jetzt erstmal ins Bett und guck nochmal, ob es funktioniert. Nein? Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Break und, bis zum nächsten Mal dann, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Quest 6. Juhu! Bye, schneller! Bye, schneller! So.
So, dann verabschiede ich mich jetzt eben noch einmal. Ja, möchte ich. Bye, 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 bye. So, ciao.